Boris Becker, ich habe Tennis nie für das Geld gespielt. Alexander Zverev startet einen Podcast mit seinem Bruder. Ihr erster Gast ist Boris Becker, der nicht nur über Tennis, sondern auch über Geld spricht. Alexander, 27, und Mischa Zverev, 36, wagen sich in neue Gefilde und starten mit ihrem eigenen Podcast von A bis Z. In der ersten Episode begrüßen sie vor der Kulisse des Wilden Kaisers in den Alpen keinen geringeren als Tennislegende Boris Becker, 56. In einer lockeren Atmosphäre plaudern die drei über Geld, Tennis und was sie sonst noch so beschäftigt. Das Coole: Der Podcast wird gefilmt, so dass man den Stars nicht nur lauschen, sondern sie auf dem Tennis-Channel auch sehen kann. Boris Becker zu Alexander Zverev, ich würde mich gern mal mit dir einschließen. Die Premiere-Episode spielt vor der malerischen Kulisse des Wilden Kaisers in den Kitzbüheler Alpen, was dem Gespräch einen besonderen Rahmen verleiht. Thematisiert wurde unter anderem, warum Alexander Zverev bislang noch kein Grand Slam-Turnier gewinnen konnte. Boris Becker hat dafür direkt eine Lösung, ich würde mich gern mal mit dir einschließen, beginnt er. Und zwar, um zwei Nächte über das Tennis von Zverev zu reden. Wie definierst du dich als Tennisspieler? Was ist deine Handschrift? Was macht dich gefährlich? Was macht dich angreifbar? Fragt er den Olympiasieger. Ob Sascha das Angebot des dreimaligen Wimbledon-Gewinners annahm, blieb zumindest in der aktuellen Folge des Podcasts unbeantwortet. Tennislegende Becker, ich habe nie wegen Geld Tennis gespielt. Dafür packt der 56-Jährige aber auch über ein für ihn wohl eher unangenehmes Thema aus, das Geld. Zwei Jahre ist es her, dass Boris Becker von einem Gericht in Großbritannien wegen Insolvenzdelikten zu einer 2,5-jährigen Strafe verurteilt wurde. Bereits seit rund 1,5 Jahren ist der frühere Tennisstar schon wieder auf freiem Fuß, das Insolvenzverfahren lief aber weiter. Wie sein Anwalt Ende April mitteilte, ist Becker jetzt nicht mehr insolvent. Als Tennisprofi war Geld hingegen nie ein großes Thema für Bob Bille. Wie er zu seinen Hochzeiten von Fans genannt wurde. Ich habe nie wegen Geld Tennis gespielt, stellte er im Podcast klar. Für mich stand immer der Wettkampf im Vordergrund. Das habe ihn dann auch in den nächsten Jahren gerettet. Dass das Gewinnen wollen wichtiger war, als das Preisgeld. Die Geißens bald zu Gast bei Alexander Zverev. Wer glaubt, dass die Zverev-Brüder nur Sportler und Sportlerinnen zu sich einladen, liegt völlig falsch. In den 10 bis 12 geplanten Folgen pro Jahr sollen Gäste aus ganz unterschiedlichen Branchen mit dabei sein. So sind Bolt Carmen, 59, und Robert Geiss, 59, zu Gast. Auch eine Folge mit DJ Ötzi, 53, ist geplant. Größter Wunsch von Mischa für die Zukunft: Dirk Nowitzki wäre klasse.